Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dawn of War Winter Assault. So, ich würde sagen, wir starten mal direkt in die Kampagne rein. Der mal vermutlich letzten Mission, glaube ich. Die Titanen-Crew ist an Ort und Stelle und aktiviert die große Kriegsmaschine. General Stern hat die imperiale Armee gut geführt, aber er wird nun mit seiner größten Herausforderung konfrontiert und versucht, den Titanen rechtzeitig zu aktivieren. Die Elder haben ihn vor einer großen Bedrohung gewarnt, den Necrons. Sie sind eine kalte, herzlose Spezies, die alles Leben auf ihrem Weg vernichten will. Aber mit dem Titanen auf ihrer Seite und ihrem ungebrochenen Willen plant General Stern und seine Männer, sich der neuen Bedrohung erhobenen Hauptes, um mit ihrer ganzen Feuerkraft entgegenzustellen. Die imperiale Armee wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. Obwohl sich der goldene Thron von Terra auf einem entfernten Planeten befindet, ist der Imperator stets bei euch. Ihr habt weit mehr Kampfeswillen, Entschlossenheit und Loyalität gezeigt als jeder normale imperiale Soldat. Ihr habt die volle Wucht eines Orc War überstanden und auch dem Horror des Warp-Raums in Form der gefallenen Space Marines standgehalten. Ich fühle mich geehrt, an eurer Seite zu stehen. Aber wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Wir haben noch viel zu tun. Der Titan ist unser, aber sein Maschinengeist ist verletzt. Die Titanen-Crew ist an Ort und Stelle. Wir müssen nun den Titanen beschützen, bis die Crew ihn wieder reaktiviert hat. Wir brauchen Energie, um die Waffensysteme zu aktivieren. Nun geht! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Okay, auf geht's. Okay. Wir sind ziemlich zentral auf der Map. Wir müssen Thermoplasma-Generatoren bauen, um den Titanen mit Energie zu versorgen. Die Chaos-Truppen und die Orks werden bald hier sein. Und unsere Verteidigungsstellungen werden nicht ausreichen. Errichtet einen stärkeren Perimeter nahe dieser Generatoren. Sie dürfen nicht zerstört werden. Ich kümmere mich drum. Okay, mein Plan ist jetzt erstmal, Stück für Stück die Dinger zu bauen. Ich bin bereit. Um jeden Preis. Und da entsprechend zu verteidigen. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Erwarte Befehle. Ziel erfasst. Erledigt, Sir. So. Ich hoffe, das war's wert. Die Reliquie ist schon mal eingenommen. Denkt daran, wir machen es genau wie auf Kypros Primus. Genau so macht ihr das und nicht anders. Für den Imperator! Ziel gesichert. Ach, das Ding ist ja schon eingenommen. Okay, dann nehmt ihr das hier ein. Du baust da einen Horschposten drauf. Euch helfen zu dürfen. Kann ich noch einen Maschinenseher bauen? Ja. Die Macht des Imperators wird das uns zum Sieg führen. Sicher. Ketzerei. Ein Thermoplasma-Generator ist online und versorgt den Titanen mit Energie. Gute Arbeit. Ist quasi schon erledigt. Alles klar, dann wird direkt mal weitergebaut. Ich bin der Herr der Maschinen. Eine echte Herausforderung. Das wurde schon eingenommen. Eingenommen. Aber wir sollten vorsichtig bleiben. Der nächste. Es wird erledigt, so wie ihr einen Hauschposten draufsetzen. Sie kommen! Och nö, lass doch das Ding in Ruhe. Hört sich leicht an. Jetzt ist das Ding gleich kaputt und ich kann gerade ein neues bauen. Es sind so viele! Warte auf eure Befehle, Sir. Alles im grünen Bereich, Sir. Okay, da könnt ihr mal aushelfen. Wir werden die Feinde des Imperiums vernichten. Oh
Oh, der Plasma-Generator steht noch. Sehr gut. Aber gerade so. Kümmere mich drum. Kannst du mal reparieren, dass er nicht kaputt gemacht wird? Ich hoffe, du bist gleich fertig. Ich freue mich, euch helfen. Brauchst hier einen Horschposten drauf? Die Mars-Schema-Panzerfabrik ist unter starkem Beschuss. Verteidigt sie! Beschützt sie mit eurem Leben! Wenn wir sie reparieren, können wir einen Baneblade anfordern und den Feind zermalmen. So wie ihr es wünscht. Oh! Sie kommen! Das klingt doch gut. Baneblade. Sie kommen! So, wie sieht's hier aus? Okay, das Ding ist repariert. Du musst überleben. Bereit, unsere Männer zu unterstützen. So, wie sieht's hier aus? Kümmere mich drum. Du baust hier den nächsten Thermoplasma-Generator. Ah, eine echte Herausforderung. Und ich werde jetzt mit der Chimäre, die hier ist. Ich freue mich, diesen Maschinenseher hier da unten hinfahren. Ich hoffe, dass mein Plan so funktioniert. Führe den Befehl aus. So. Ist das alles? Da ist der Horschposten gebaut. Kümmere mich drum. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Dann kann es da drüben weitergehen. Ist da schon irgendwas gesichert? Hier. Wir werden beschossen! Beginne Konstruktion! Wo bleibt die Unterstützung? Jawohl! Oh nein! Du sollst fahren! Bist du behindert? Achso, nein, du bist ja schon da. Sei Dank. Ihr seid hier. Inmitten der Orks und der gefallenen Space Marines wären auch wir gestorben. Aber wenigstens wäre es ein ehrenvolles Ende gewesen. Sie dachten, sie haben schon gewonnen. So. Los. Damit können wir uns gleich ein Baneblade bauen. Was haben wir noch? Die Maschinenseher haben gute Arbeit geleistet. Oh. Die Mars-Schema-Panzerfabrik ist vollständig repariert. Der Baneblade kann nun angefordert werden. So, dann hole ich mir mal ein bisschen schwere Feuerunterstützung in meine Basis rein. Kann ich noch einen bauen? Nein, ich kann maximal einen haben. Ist das alles? So, und du fährst wieder zurück. So wie ihr es wünscht. Wir werden beschossen! Ich freue mich, euch helfen zu dürfen. Damit sollten wir sicher ankommen. So, wie sieht's hier aus? Bis jetzt noch ganz gut. Da kommt gleich der nächste Thermoplasma-Generator. Baneblade stelle ich einfach mal dahin. General, die Sensoren des Titans funktionieren wieder. Sie zeigen anormale Signale und merkwürdige Xenoenergien an. Was? Dann haben die Elder also die Wahrheit erzählt. Zusammen. Wenn wir gegen diese widerwärtigen, herzlosen Necrons bestehen wollen, brauchen wir jeden Mann. Möge der Imperator uns beistehen. Ach Scheiße, die Necrons sind schon da. Ist das alles? Okay, es speichert. Oh, kommt jetzt von allen Seiten zu uns, oder was?
Okay, interessant. Kümmere mich drum. Beginne Konstruktion. Lang habe ich davon geträumt, unter euch zu dienen. Okay, ihr könnt lernen, mich zu fürchten. Das hier einnehmen. Du sollst davor hier hin. Da kommst du jetzt hin. So. Ist irgendwo noch Maschinenseher rumstehen. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Thermoplasma-Generator. Das sind die letzten zwei, die gebaut werden. Sehr geil. Danke, Geist der Maschinen, schon erledigt, dass du unseren Weg geöffnet hast. Lange habe ich davon geträumt, unter euch zu dienen. Okay, die Necrons fetzen sich jetzt erstmal mit allen anderen. Das gibt mir hoffentlich ein bisschen Luft. Das ist nicht gut! Erledigt, wir können sie so nicht aufhalten! Wir halten alles und jeden auf. Echte Herausforderung. Zeit, uns zu retten! Flieht! Es sind zu viele für uns! Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Was ist euer Begehren? Aber ich bin der Meinung, aktuell habe ich noch alles ganz gut im Griff. Ich bin hier, um zu dienen. Warte auf eure Befehle, Sir. So, die letzten zwei Thermoplasma-Generatoren werden gebaut. Wo bleibt die Unterstützung? Ah, der Ruf des Krieges. Wo ist eigentlich mein Baneblade? Da ist neben Russ. Toll, da pimmelt er rum. Kümmere mich drum. So, du baust hier noch einen Horschposten drauf. Eine echte Herausforderung. Ist quasi schon erledigt. Wo bleibt die Unterstützung? So, und jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Sie kommen! General, die Waffen des Titans sind online. Endlich! Nun werden wir diesen Necrons die Macht von Terra zeigen. Schützen! Feuert auf diese Monolithen und zerstört sie! Alle Soldaten, schlagt die Necrons zurück! Schickt sie zur Hölle! Oh ja, und los geht's. Wo sind Monolithen? Da sind keine Monolithen. Da ist ein Monolith. Ist das alles? Und hier ist eine Tarnwaffe. Oh, hier ist der Baneblade, hier ist ein Monolith, hier ist bestimmt irgendwo auch eine Titanwaffe. Da ist eine Titanwaffe. Wo sind noch mehr Monolithen? Ich weiß gar nicht, wie viele Monolithen es gibt. Da ist noch ein Monolith, der ist noch ziemlich weit weg. Gut gemacht! So zerstört man Monolithen! Ein weiterer Monolith zerstört! Okay, so. Da ist doch bestimmt auch irgendwo einer dabei. Da ist einer, ja. Jetzt brauche ich nur eine funktionsfähige... Bereit, den Krieg zu gewinnen, Sir! Titanwaffe? Kann die bis dahin schießen? Nein. Aber der lieben Russ kann hier mal helfen, die Necrons zu zerstören. Da ist noch ein Monolith. Baneblade? Was immer ihr wünscht, ich bin bereit. Okay, die müssen erstmal herkommen. Reicht die Reichweite? Nein, wohl nicht.
Büchse und da ist noch ein Monolith. Ach, da oben ist ja auch eine Waffe. Ist das alles? Der kann da drauf schießen. Sehr, sehr gut. So, Mr. Beyblade, du hast zu tun. Der Wille des Imperators fließt durch meine Adern. Es braucht schon ein wenig mehr, um mich zu töten. Sie kommen! Wo sind meine... Da. Zerstör mal den Monolithen. Gut gemacht. So zerstört man Monolithen. Da ist noch einer. Titanwaffe, Titanwaffe. Auf den Monolithen. Der Beyblade da hoch. Feuer frei auf mein Kommando! Wir werden beschossen! Verdammt, ich habe keine Titanwaffe mehr, die auf den Monolithen hier schießen kann. Kann das sein? Der letzte? Folgt unserem Beispiel. Okay, dann schicke ich jetzt mal alles auf den Monolithen hier. Ja, die können sich nicht so schwenken, die Waffen, ne? Ruf des Krieges. Was wir hier machen? Der repariert sich ja. Okay, ich muss jetzt mehr Schaden machen, als der reparieren kann. Wir werden euch nicht enttäuschen, Sir. Bereit, den Krieg zu gewinnen, Sir. Was immer ihr wünscht, ich bin bereit. Okay, der ist auch zerstört. Hier ist noch einer. Hier ist die Titanenwaffe kaputt, kann das sein? Oh, shit. Oh shit. Darüber. Schnellstens darüber. Lange habe ich davon geträumt, unter euch zu dienen, Sir. Fuck, wieso ist die Titanenwaffe kaputt, Mann? Ich nehme die Herausforderung an. Schlag sie zurück! Der kann da drauf schießen. Geil. Sieht mir so ein bisschen nach der letzten aus. Dem letzten. Weiter so, Männer. Ein weiterer Monolith zerstört. Wo ist denn noch einer? Ah. Die Ausgrabungscrew des Titanen trifft mit der Verstärkung ein. Wenn ich ein misstrauischer Mann wäre, würde ich sagen, dass ihr Timing schon fast zu gut ist. Ich habe ihnen gesagt, dass sie warten sollen, bis wir die Necrons zurückgeschlagen haben. Es gab keinen Grund, mehr Männer ins Schlachtgetümmel zu schicken, da die Waffen des Titanen noch nicht funktionsbereit waren. In der Tat. Ihr könnt stolz auf euch sein, General. Eure Männer haben mehr geleistet als andere imperiale Soldaten, die ich kenne. Vielen Dank. Aber unsere Arbeit ist noch nicht beendet. Es gibt noch verstreute Orks auf Lorne 5. Und wir müssen die Reparaturcrews beschützen, solange sie den Titanen wieder instand setzen. Trotzdem war es eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Selbst mit den Space Marines hätte ich es nicht besser machen können. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Und der Wille des Imperators ist es, dass seine Soldaten mutig und tapfer im Kampf sterben. Das können wir am besten. Wir kämpfen bis zum Tod. Eine epische Ansprache zum Schluss. Oh,
Das war tatsächlich die letzte Mission. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ich fand's eine coole Idee, dass man die Titanenwaffen benutzen kann. Und ich find's cool, dass sie da eine neue Armee in Form von den Necrons mit eingebaut haben. In der nächsten Erweiterung, in Dark Crusade, werden die Necrons auch ein spielbares Volk sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auch Bock, die Kampagne von dem Bösen zu machen. Bevor ich das mache, kommt aber erstmal wieder irgendein anderes Projekt. Resident Evil 3 kommt jetzt bald. Das wird definitiv gespielt, sobald es raus ist. Und dann mal schauen, wann wieder Dawn of War kommt. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall bei jedem. Bei jedem, der das Projekt verfolgt hat und bis zu Ende geschaut hat. Es freut mich. Ich hoffe, dass so alte Spiele oder so ungewöhnliche Spiele, nenne ich es mal, auch noch ein bisschen Anklang finden und geschaut werden. Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, auch wenn es fucking anstrengend war. Im Gegensatz zum ersten Teil, muss ich sagen, waren die Missionen wesentlich komplexer und länger und meiner Meinung nach auch schwerer. Aber dafür waren es halt weniger. Oder was heißt weniger? Im ersten Teil mit den Space Marines waren das 11 oder 12 Missionen. So, wir haben jetzt, ich weiß es gar nicht, 5 oder 6 Missionen. Dann vielleicht schon mal 5 oder 6 Missionen auf der bösen Seite. Ja, sind insgesamt auch 11, 12 Missionen. Das war's schon mit dem Abspann. Okay. Ja. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Abo freuen. Lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Mal gucken, ob ich vor Resident Evil 3 noch irgendwas hinkriege. Ja, auf jeden Fall verabschiede ich mich von der, zumindest von der guten Kampagne. Da können wir wohl Orks und Chaos spielen. Da habe ich schon auch Bock drauf, muss ich sagen. Ja. Das kommt aber beim nächsten Mal. So, und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Projekt. Haut rein.